Ihr ahnt es schon bei dem Titel. Es geht um die Isolierung des Kellers und das Anfüllen, sprich die Berge werden kleiner, hoffentlich am Ende der Woche. Die lilanen Teile sind die Isolierung. Die werden jetzt einmal außenrum am Keller angebracht. Ihr habt es letzte Woche gesehen im Video, da wurde nur das Material verschleppt, was lange, lange auf unserer Einfahrt lag. Das ist soweit kein Problem gewesen, da war ja Platz. Zusätzlich zu der Isolierung kommen auch noch die Lichtschächte für die Kellerfenster. Drei Stück haben wir insgesamt. Das vorne sieht man sehr gut. Eins an der linken Seite und eins an der hinteren Wand. Genau, dann kommt ein wunderschönes Vlies drumherum. Irgendwie Stoffbahnen. Und was ihr jetzt seht, die grünen Pinne sind die Entwässerung der Kellerfenster. Und da war nicht klar, wo dieser Entwässerungsschacht hin soll. Den seht ihr jetzt links vorne an der Hausecke. Durften wir uns die Lage aussuchen, weil der war tatsächlich nirgends eingezeichnet. Man kann also noch so gut planen. Irgendwas wird immer vergessen. Und so war es gut, dass wir jemanden vor Ort hatten, der das noch mal kurz durchgegeben hat, weil wir sind es nicht gewesen. Das war es jetzt auch schon mit dem Anfüllen seitlich. Ihr seht, auf der rechten Seite des Baus ist es noch nicht ganz komplett. Da wird noch was für die Garage mit hingestellt. Dazu später mehr. Ich nehme euch auch einmal noch in den Keller mit, da kann man runterkraxeln und ihr seht, viel ist hier auch noch nicht passiert, außer sehr, sehr viele Stützen für die Verschalung, die die Betondecke momentan noch halten. Unsere Familie fand es teilweise sehr unorthodox, da die Kellerwände noch nicht gemauert wurden. Im letzten Clip habe ich schon gesagt, Schwimmbad ist auch immer noch da. Es hat ordentlich reingeregnet, als das Dach noch nicht drauf war, beziehungsweise die Erdgeschossdecke. Und die Ytongsteine fürs Mauern stehen schon bereit. Gut kann man auch sehen, und da bewege ich mich jetzt drauf zu, die beiden Kellerfenster, die ihr hier im vorderen Teil des Hauses seht, da sind die Rahmen schon drin, die Fenster als solche allerdings noch nicht. Und Lichtschächte, wie gesagt, wurden auch natürlich vor dem Anfüllen mit eingesetzt, während die isoliert haben. Und die Kellerfenster kommen dann irgendwann später. Sie liegen immerhin schon auf der Baustelle. Das war's aus dieser Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt weiter dran, klickt ruhig gerne die nächsten Videos noch durch oder schaut auf unserem Blog vorbei.